Aus den Münchener neuesten Nachrichten von Dr. Erich Walch, Sonntag, 16. Februar 1941. Wenn wir heute in Bezug auf die Kasernen der neuen Wehrmacht von einem Kasernenstil reden wollen, so bedeutet er nicht mehr etwas Abschreckendes, sondern im Gegenteil etwas Vorbildliches. Denn der Soldat, der stolz ist auf sein Ehrenkleid, will auch stolz darauf sein, dass sich um sein Heim die besten Künstler bemühen und die besten Handwerker dafür arbeiten. Am einfachsten ausgedrückt sollen und wollen die heutigen Kasernen nicht Gebäude sein, in denen Menschen interniert sind, sondern Gebäude oder richtiger gesagt Gebäudekomplexe, in denen Soldaten wohnen, in denen sie ihre Pflicht tun, in denen sie als Kameraden ihr Heim haben. Kein menschliches Heim, und wäre es gleich noch so bescheiden, entbehrt eines gewissen Schmuckes, der den Charakter seiner Bewohner auf irgendeine doch immer deutliche Weise widerspiegelt. Mag in solchem Schmücken keine unumgängliche Notwendigkeit liegen, so gehört es doch zum menschlichen Dasein. Die Kunst steht hier vor der Lösung eines keineswegs leichten Problems. Sie könnte es sich leicht machen, wenn sie in allem Schmückenden vom Soldatischen ausginge. Denn freilich tut der Soldat in der Kaserne zuerst seine soldatische Pflicht. Aber sie soll ihm auch Wohnung sein und Heim der Kameradschaftlichkeit. Dass dieser neue Kasernenstil, der nun wahrhaft ein Lebensstil geworden ist, der Wehrhaftigkeit dient, darüber kann es keinen Zweifel geben. Kasernen können schlechterdings keinen nun freilich persönlichen Charakter haben, denn sie sind ja Heime einer Kameradschaft, die sich immer wieder von Neuem bildet. Dieser Besonderheit muss auch ihr Schmuck auf eine übergeordnete, dauernd gültige Art und Weise Rechnung tragen. Kennt der Soldat das bemalte Haus schon von daheim, dann wird er sich freuen, Ähnliches in der Kaserne zu finden, in die er eingerückt ist und die nicht abschweifend absticht von den Schmuckgepflogenheiten des heimatlichen Bodens. Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass der soldatische Geist im künstlerischen Schmuck einer Kaserne keinen Niederschlag finden soll. Im Gegenteil, eine Kaserne ist und bleibt ein militärisches Gebäude. Ich möchte
bei den Mulderlatschen. Wenn seine Zeit anbricht, wie ein blasser Schimmer strecken sich seine Flügel über diese Trümmer und er wird jünger, weil ihn die Flamme wäscht und er geht auf in Rauch und Asche und verlässt sein Nest. 1, 2, 3, Test! Kannst du ihn hören, kannst du ihn sehen? I will snigger like a crow, ich werde kichern wie die Krähe. Diejenigen aber, die solche Kunstwerke auszuwählen haben, müssen sich bewusst sein, dass sie damit Einfluss nehmen auf die künstlerische Geschmacksbildung des gesündesten Teiles unseres Volkes. Das Feuer wäscht und ich geh auf in Rauch und Asche und verlasse das Nest. 1, 2, 3, Test! Kannst du mich hören, kannst du mich sehen? I will snigger like a crow, ich werde kichern wie die Krähe. Züngelt. Wie eine Pferdeschar, dann trampeln wir alle platt. Was früher war und werden jünger, verlassen das Nest und gehen auf in Rauch und Asche, wenn man uns nur lässt. 1, 2, 3, jetzt! Kannst du uns hören, kannst du uns sehen? We will snigger like a crow, wir werden kichern wie die Krähe.